Hallo, herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ist schon wieder ein Monat um. Titel diesmal: Invest 12 Months, get one for free. Das haut nämlich ziemlich genau hin. Wir haben 6.000 Euro investiert. Wir sind jetzt quasi ein Jahr durch und haben 500 Euro Kursgewinne. Ich kann euch das Ganze mal in Portfolio Performance auch zeigen. Die ersten Sparplanausführungen, die sind im Juli gewesen für Cisco und Microsoft. Jetzt haben wir den 5. Juli und wir sagen jetzt, wie es im Juni gelaufen ist. Das heißt, na gut, es sind 13 Monate, um genau zu sein, aber ungefähr kommt es hin. Das heißt, während die einen sich über die schleichende Geldentwertung aufgrund der Nullzinspolitik beschweren, freuen wir uns über die schleichende Geldvermehrung auf dem Starterdepot. Wobei auch das stimmt ja nicht ganz so genau, denn es erfolgt ja treppchenweise die Geldvermehrung, denn wir investieren ja jeden Monat 500 Euro und das siehst du hier im Personal Investment Report. Da hast du hier dann diese kleinen Treppchen, das sind die 500 Euro, die wir jeden Monat investieren in hier diese 20 Sparpläne. Das ist jetzt direkt hier bei der Consorsbank, wo die ganze Action stattfindet. Wobei Action ist es ja eigentlich nicht, denn das Ganze erfolgt ja ohne unser Zutun. Und jetzt siehst du, wie es gelaufen ist. Insgesamt läuft er ziemlich gut. Das heißt, wir benchmarken das Starterdepot jetzt auch wieder hier gegen den MSCI World und wir gucken uns die einzelnen Positionen so an. Wer hat gewonnen, wer hat verloren? Wir schauen, ob wir Dividenden bekommen haben, denn das ist ja eins von den schönen Dingen. Nebenbei kriegen wir auch noch Dividenden, denn wir verfolgen ja eine Dividendenstrategie, ganz genau eine Strategie dynamischen Dividendenwachstums. Denn wir haben uns jetzt nicht für AT&T oder die Deutsche Telekom entschieden, sondern für Aktien, die Dividenden bezahlen und diese Dividenden dynamisch erhöhen. Das siehst du ja dann auch hier, beispielsweise mit American Tower, dem REIT oder S&P, Novo Nordisk und einige mehr. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Hier ist die Monatsauswertung, also was ist passiert. Und wir hatten zum Anfang des letzten Monats Depotwert von 5.700 Euro ungefähr und Ende Juni dann waren dann das dann 6.200 Euro draus geworden. Das heißt, die Geldvermehrung um 11, knapp 12% hat stattgefunden. Dadurch aber dieses Treppchen über 500 Euro von 9% und der Rest von Treppchen waren unrealisierte Kursgewinne insbesondere in Höhe von 3%. Und dann gab es auch noch ein bisschen Dividendenzahlungen dazu. Das ist am Anfang jetzt noch, weil wir befinden uns ja in der Anfangsphase nach wie vor. Wir haben gerade das erste Jahr hinter uns. Da sind die Dividenden noch relativ niedrig und da passiert halt noch viel über die monatlichen Raten und dann noch über die Kursgewinne auch. Die Dividenden werden aber nach und nach immer mehr an Wert gewinnen, auch sowie dann die Kursgewinne und dann die Investitionssumme von 500 Euro, die wir dann immer mehr in den Hintergrund treten. Aber wir freuen uns jetzt schon über Dividenden, wenn wir die Kurs bekommen haben und natürlich auch über Kursgewinne. Und wenn wir jetzt dann auch noch ein bisschen besser performen als ein Vergleichsindex, dann freuen wir uns noch umso mehr. Nichtsdestotrotz, es geht im Prinzip ja darum, dass wir dem Nullzins ein Schnäppchen schlagen und dass wir halt unser Geld sinnvoll investieren. Falls du noch mitmachen möchtest, hier, es ist nie zu spät, empfehle ich dir das kostenlose Starterpaket. Darin enthalten, also hier, wir sind hier im Starter Depot. Die Action, hast du gerade gesehen, findet bei der Consorsbank statt. Wenn du da ein Depot eröffnest über einen sogenannten Affiliate-Link bei uns im Rahmen vom Starter Depot, dann kriegst du hier die 20 Euro Sparplanprämie dazu und im Aktienfinder, mein Name nämlich Thorsten Tiet und ich betreibe den Aktienfinder. Damit kannst du relativ leicht Aktien finden, deren Unternehmen ihre Gewinne langfristig steigern. Gibt es auch nochmal 90 Tage Aktienfinder. Gratis Vollmitgliedschaft obendrauf. Dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an, wie sich so die einzelnen Positionen entwickelt haben. Und wir haben ja 20 Positionen, also 20 Aktien, in die wir investieren. Das wären die hier. Und dann sehen wir, dass 9 davon im Plus sind und 11 davon im Minus. Das sind aber 11 davon im Minus, weil der Wechselkurs zu unseren Ungunsten war. Das heißt, der Dollar hat an Wert verloren und wenn wir das Ganze dann in Euro umrechnen, dann ist das für uns nachteilig. Ich habe auch hier mal ganz kurz den Verlauf zwischen Euro und US-Dollar mir anzeigen lassen. Langfristig geht es seitwärts, jetzt aufs letzte Jahr bezogen. Aber du siehst hier, das letzte Jahr, aber du siehst, dass
Kurzfristig gibt es immer mal wieder relativ große Ausschläge. Und gerade jetzt auf die letzten 2 Monate, da hat der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen. Und das übersetzt sich für uns halt dann in Wechselkursverluste. Ist nicht schlimm, aber wenn man das halt auf einen kurzen Zeitraum betrachtet, wie wir das jetzt tun, auf einen Einmonatszeitraum, dann wirkt sich das halt doch aus. Dann siehst du, dass Pepsi zum Beispiel nur deshalb im Minus ist, weil der Dollar eben an Wert verloren hat. Das gleiche bei American Tower und andere Positionen. Da ist dann die Hälfte oder mehr noch am Kursverlust, im unrealisierten Kursverlust, dann dem schwächeren Dollar zu verdanken. Interessant ist aber insbesondere, dass die Gewinner sehr viel mehr gewonnen haben, als die Verlierer verloren haben. Also guck dir jetzt zum Beispiel Tencent an. Die haben 57 Euro gewonnen, Apple 45 Euro, also das ist keine Prozent, das sind Euro. Und dadurch, dass die Positionen ungefähr noch den gleichen Betrag haben, also relativ gleich gewichtet sind, können wir das auch ganz gut nehmen, jetzt die absoluten Euro-Beträge. Das heißt, die Gewinner haben sehr viel mehr gewonnen, als die Verlierer verloren haben im letzten Monat. Und das ist eine Entwicklung, die im Prinzip schon die ganzen Monate anhält. Das heißt im Prinzip, dass wenn du dir die Gewinne anschaust, dann sind es halt auch wieder die üblichen Verdächtigen, die sehr tech-IT-lastig sind, im Rahmen der Digitalisierung, des Megatrends davon profitieren. Und die gewinnen sehr stark hinzu, während die Verlierer relativ schwach verlieren. Und es ist jetzt hier Pharma, ein bisschen IT auch, Konsum, das sehen wir dann hier sehr schön. Und zwar in der Gewichtung nach Branchen. Da haben wir hier die starken Gewinner. Microsoft, Tencent hatten wir, ich glaube Amazon war sicherlich auch dabei. Apple und die Verlierer eher hier unten zu finden. Aber auch Johnson & Johnson war jetzt mal ein Verlierer im Monat. Insgesamt finde ich ein sehr schönes, ausgeglichenes Depot. Und wenn du dich für einzelne Aktien interessierst, wir haben schon relativ viele dieser Aktien analysiert auf unserem Aktienfinder-Blog. Das siehst du dann hier. Da gibt es die ganzen kostenlosen Aktienanalysen. Die letzten Aktienanalysen, die wir gemacht haben, waren Amazon, Johnson & Johnson. Dann gibt es ein paar, die wir nicht im Standarddepot haben, aber hier wieder Union Pacific beispielsweise. Fuchs haben wir nicht, Nvidia haben wir auch nicht. 3M haben wir aber, Alibaba haben wir nicht, Walt Disney haben wir nicht, aber Tencent irgendwo kommt es noch, Coca-Cola haben wir nicht, fragen wir mich. McDonald's haben wir und Tencent müsste irgendwann auch kommen, Microsoft. Also wir haben hier relativ viele Aktien schon analysiert. Das Ganze kannst du dir dann kostenlos durchlesen, denn falls du dein eigenes Starterdepot dann zurechtzimmern möchtest, solltest du dich ja nicht nur auf nackte Kennzahlen verlassen, sondern auch am besten noch ein bisschen wissen, was das Unternehmen eigentlich macht. Und das erfährst du dann hier über die kostenlosen Aktienanalysen. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zu Portfolio Performance und gucken mal, wie das Depot so performt hat. Nicht nur absolut gesehen, sondern auch, wie sie es geschlagen hat gegenüber dann einigen Vergleichsindizes. Da wären wir richtig bei, ich gehe einmal im Monat in Portfolio Performance, zweimal, einmal im Monat, um das Ganze zu aktualisieren und dann nochmal, um das Video hier zu drehen. Ich würde ja, ja gut, wir machen das mal. Wo ist es? Ich glaube, Performance, hier müsste das sein. Na, hier ist es noch nicht. Hier ist es, das Diagramm, genau. Ich habe das schon eingestellt, 1.7.2019 bis heute. Und diese grün schraffierte Fläche, das ist eben unser Starterdepot. Und der Rest, das sind die Vergleichsindizes. Und da hätten wir als Vergleichsindex anzubieten zweimal MSCI World, einmal in Euro, einmal in Dollar und dann noch den DAX als Benchmark, der ja ziemlich gut gelaufen ist nach der Corona-Krise. Also der hat sich recht gut geschlagen oder recht stark erholt. Nichtsdestotrotz, also wir sind momentan noch vorne dabei im Standarddepot. Hier 10,3%. Ich glaube, das war der interne Zinsfuß oder irgend sowas. Und die Vergleichsindizes sind ein bisschen hinten dran. Also grafisch siehst du das, wie ich finde, recht schön. Gebühren haben wir hier schon abgezogen. Also läuft ganz gut. Und dann gibt es noch dieses Rendite-Volatilität-Diagramm. Und da siehst du dann hier das Starterdepot, wo nochmal die Performance im Vergleich gesetzt wird mit dem Risiko, also mit der Schwankung. Da siehst du, der Nasdaq, der ist ein bisschen besser.
hat aber auch ein deutlich höheres Risiko und alles andere hat sowohl ein also eine höhere Risiko oder eine höhere Volatilität, höheres Risiko, wenn man so will, und eine schlechtere Performance anzubieten. Was ich auch noch ganz nett finde, das sind hier die Erträge und haben wir hier die Dividenden angeklickt. Und da siehst du, dass wir die erste Dividende tatsächlich bekommen haben im Oktober. Hat also ein bisschen gedauert nach dem ersten Sparplan. Und jetzt seitdem trudeln quasi Dividendenerträge, Zahlungen täglich, also nicht täglich, schön wäre es, monatlich ein. Und wir haben zum ersten Mal dann im März zweistellig Dividenden kassiert, 10,06 Euro. Im März im Crash-Monat und dann im Juni nochmal zweistellig, 13,32 Euro. Ganz nett. Und was sich jetzt auch schon zeigt, das ist, dass wir die typischen Dividendenmonate bei uns sind die typischen Quartalsmonate. Also der Dezember, der März, der Juni und der September wird dann auch wieder ein typischer Dividendenmonat für uns werden. Das hat halt damit zu tun, dass wir viel in US-Aktien investiert sind und da wird halt quartalsweise ausgeschüttet und insbesondere eben in den Quartalsmonaten. Also wir sehen ja hier Gewichtung nach Land und Region. Wir sind ungefähr 2/3 investiert in die USA, dann aber auch ein bisschen Europa mit ungefähr 26, 27% und dann haben wir hier noch Tencent, sprich Asien. Und wir sind auch investiert hier in Deutschland mit knapp 15%. Das heißt, wir halten auch ein bisschen Deutschland noch die Treue und sind nicht komplett jetzt sozusagen ins Ausland geflüchtet, was die Investments angeht. Ja gut, gehen wir nochmal zurück hier in Portfolio Performance. Was auch interessant ist, wir haben ja Gebühren bezahlt, die kannst du dir dann hier auch anschauen. Also wir haben knapp 100 € Gebühren bezahlt. Die sind auch mit drin. Ich importiere hier dann über die Consorsbank die Ertragsaufstellung bzw. und die Orders. Und in den Orders sind ja auch die Gebühren mit drin und man kann dann hier auch alles sich anzeigen lassen. Und da sehen wir dann, dass wir im Juni beispielsweise zum ersten Mal positiv gewesen sind. Unser Cashflow sozusagen. Das heißt, wir waren auch vorher immer negativ unterwegs, weil wir immer Gebühren bezahlt haben für die Orders, also diese 1,5%. Und jetzt haben wir aber auch noch Dividenden gekriegt. Und im Juni war es das erste Mal der Fall gewesen, dass wir Cashflow positiv waren, weil die Dividenden höher waren als diese 1,5% Kaufgebühren für diese 500 €, die wir investiert haben. Und das wird irgendwann immer so sein, dass die Dividenden dann deutlich höher sind als die für die 500 € bezahlten 1,5 Gebühren. Jetzt im Juli sind wir gerade wieder negativ, weil wir sind noch am Anfang vom Juli und da kam noch nichts rein in Form von Dividenden. Deshalb. Ja, gut. Ich gehe da jetzt gar nicht drauf ein, so im Detail, welche Aktie jetzt warum vielleicht ein bisschen besser performt als die andere. Das macht auch nur sehr begrenzt Sinn auf einen kurzen Zeitraum wie einen Monat. Also es ist nichts Bahnbrechendes passiert aus meiner Sicht im letzten Monat bei einer dieser Aktien. Die laufen in Summe recht gut. Ich freue mich, dass es so läuft für uns alle, weil es sind ja viele Zuschauer investiert, also nicht nur ich. Und ja, wie gesagt, wenn du mitmachen möchtest, es ist nie zu spät, dann hol dir da im Starterdepot dann einfach, eröffne dann so ein Consors-Depot, ist keine große Geschichte. Man kann das natürlich auch irgendwo anders versuchen nachzubilden, aber nach wie vor ist die Consorsbank die einzige Bank, bei der du alle 20 Sparpläne hier eröffnen kannst. Ist natürlich kein Zufall, sondern wir arbeiten ja mit der Consorsbank relativ eng und auch gut zusammen und auch darüber freue ich mich. Ja, das soll es dann mal gewesen sein und dann spätestens bis zum nächsten Monat, wenn das Starterdepot hoffentlich wieder wertvoller geworden ist. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.